Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zum Tagesausblick auf den heutigen 5. Juli. Es ist US-Feiertag gewesen, gestern der Independence Day, heute dann der Bankfeiertag, der nachgeholt wird, weil gestern ja Sonntag war. Das macht man in den USA so und daher müssen wir wahrscheinlich auch auf neuen Input warten von der Wall Street. Wir haben zwar einen elektronischen Handel, die Index Cash CFDs, die können gehandelt werden bis 19 Uhr und Zeit 0 Uhr. Das führt auch dazu, dass der Germany 30 Cash CFD heute um 22 Uhr schließt. Normalerweise handelt der noch ein bisschen später weiter. Da geht es dann aber auch dann eben morgen um 0 Uhr dann in die normale Woche. Die in dieser Woche, sagen wir mal, der Germany 30 dann doch einen Input bekommt, jetzt am heutigen Montag von den Einkaufsmanager-Indizes für Dienstleistungen. Und eben den gesamten zusammengesetzten Market Einkaufsmanager Index, der kommt für Frankreich um 9:50 Uhr heute. 9:55 Uhr kommt der für Deutschland. Also da dürfte es potenziell Bewegung geben, wenn es da stärkere Abweichungen gibt. Das werde ich vorbereiten im Börsenbuffet, auf welche Marken es da im Germany 30 Cash CFD ankommt. Grundsätzlich kann man sagen, dass wir in den USA nun in der vergangenen Woche deutlich zurückgehende Zinsen gesehen haben. Die zehnjährigen amerikanischen Staatsanleihen und deren Renditen sind zurückgegangen von 1,54% in der Vorwoche auf 1,42%. Und das hat dazu geführt, dass der Dow Jones und der DAX, die typischen Blue Chip und Value Aktienindizes, also relativ schwach sich entwickelt haben, zwar aufwärts, aber nun ohne wirklich Zug. Und dieser Zug, der ist drin gewesen bei den Technologiewerten. Wir hatten ein neues Rekordhoch gerade am Freitag bei Microsoft. Die Chip-Aktien laufen sehr stark. Wenn man sich eine AMD anschaut, die nach oben in Richtung des Allzeithochs geht, eine Nvidia ist am Allzeithoch gewesen am Freitag. Der Philadelphia Semiconductor Index, der sich auch per ETF-CFD handeln lässt, war am Mittwoch am neuen Rekordhoch. Also die Technologiewerte aufgrund der Chipknappheit, aufgrund des Wachstums einzelner Unternehmen und der Wachstumsstories, die hier gekauft werden und eben auch aufgrund der Tatsache, dass die Zinsen sinken, sehr stark gefragt, haben eine Outperformance entwickelt gegenüber den Value-Aktien, die von Anlegern dann aufgrund ihrer starken Performance im Frühjahr und frühen Sommer als, naja, nicht mehr günstig unbedingt angesehen werden. WTI ist weiterhin auf einem hohen Preisniveau. Da gab es keine Einigung der OPEC Plus. Die hatten ja versucht, sich zu einigen schon am Donnerstag, schon am Freitag. Am Freitag in den späten Abendstunden hat man gesagt, nee, das wird nichts, weil Saudi-Arabien möchte ab August bis Jahresende in Schritten nur schwach die Produktionsmengen anheben. Die Vereinigten Arabischen Emirate sagen, nee, wir bräuchten eigentlich stärkere Produktionsanpassungen nach oben. Da wird heute weiter verhandelt. WTI hier auf einem sehr hohen Niveau, was ja für sich auch ja, beobachtet wird hinsichtlich der dadurch erzeugten inflationären Wirkung. Thema Inflation und Zinsen ist ja eines, das uns weiterhin beschäftigt. Grundsätzlich technisch, wenn wir hier nun den NDAQ uns anschauen, dann ist das eben der Index, der ja hier heute auch spannend ist, denn wir haben hier die Situation, dass hier eine bullische Auffächerung stattfindet. 14.842 wäre die nächsthöhere Auffächerungsmarke als Widerstand potenziell ins Auge zu fassen. Auf der Unterseite bei Rücksetzern 14.312 wäre eine potenzielle Unterstützung. Und man sieht hier eben das neue Rekordhoch. Am Freitag, am heutigen Tag, dann leichte Abgaben. So auch der Germany 30 heute mit 37 Punkten im Minus. Ab 9 Uhr geht es weiter im Livestream. Freue mich gleich auf die Sendung.